Und zu sehr so ein bisschen dieses Nachdenkliche verfallen bin. Naja, gut, kann man nichts machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und ich bin echt gespannt. Wir sind jetzt bei 3 Stunden, sind beim zweiten Boss. Ich weiß nicht, wie viele da auf uns noch zukommen, was uns noch alles erwartet. Irgendwo habe ich mal was von bei der groben, beim groben Heraussuchen so herausgefunden, dass wir so um die 40 Folgen am Ende von der Stundenzahl, von der Zeitzahl rauskommen könnten. Naja gut, wenn ich jetzt überlege, 3 Stunden, sind wir so bei einem Drittel etwa jetzt gerade angelangt. Naja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Cheerio, the King has left the building. Hi-di-ho, meine Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Paper Sorcerer. Ich bin mal ganz gespannt, weil beim letzten Mal haben wir ja kurz vor dem zweiten Endboss aufgehört. Also, sprich, beziehungsweise, zweiter Endboss ist so eine Sache, zweiter Zellblock-Wächter, sag ich mal. Also, das sind ja so Wächter eher als. Wobei, gleichzeitig sind sie ja auch Bosse, also passt ja irgendwie Endboss auch schon wieder. Der Dezimator war es, ja, und hier in diesem verketteten Weg erwartet er uns bereits. Der, der uns in 10 Teile schneiden möchte. Auf dich wartet an der Plattform ein absoluter Berg von einem Mann. Ho, ich bin froh, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich habe mich gelangweilt. Ich habe gehört, du hattest Schwierigkeiten, diesen Ritter zu besiegen, der den unteren Block bewacht. Wenn du so viele Schwierigkeiten mit ihm hattest, dann voraussage ich, dass ich dich in 2 Runden besiegen werde. Ha. Niemand konnte jemals seinen Namen sich merken. Hä? Nobody could even remember his name? Macht irgendwie so gar keinen Sinn. Naja, egal. Und du glaubst, du hast eine Chance gegen Gilex, der Dezimator? Ich glaube nicht nur, dass ich eine Chance habe. Ich beweise es dir. Nun, der gute Gilex wartet auf uns hier und will uns besiegen. Ich würde mal sagen, wir machen eine Vorbereitungsrunde. Wir stärken unsere Stärke. Wir stärken unsere Stärke auch schön. Wir machen mal Challenge hier, damit er am besten aufs Skelett losgeht. Dann mit ihm machen wir. Boah. Vielleicht mal einen Arkan Brand auf Gilex, den Dezimator, und mit ihr, unser Sorcerer, machen wir den Frostfall. Dann bin ich mal gespannt. Oh, White Chop. Heieiei. Naja, die da hat noch den meisten Schaden abgekriegt. Aber das ist ja. Das hat uns die Defense abgezogen auch noch, oder was? Naja, super. Oh ja, der Arkane Brand hat so gar nichts ausgerichtet. Sehr schön. Uff. Und das auch nicht. Oh. Das gefällt mir gar nicht. Da mache ich mal Defender. Damit die Defense unserer Truppe am besten wieder ein bisschen sich verbessert. Doch, ja. Der Minotaurus macht. Macht mal den Bullrush. Das Bullenrennen hier. Oder so ähnlich. Dark Sacrifice of unser Sorcerer, weil wir wissen nicht, was der Typ noch zu bieten hat. Und. Pam pam. Die fokussiert sich mal kurz. Oh, da hat er ein bisschen Defense auch oder von unserem Skelett weggenommen.
Dann bin ich mal gespannt, was kommt hier. Wie bitte? Willst du mich jetzt veräppeln hier? Das darf doch nicht wahr sein. Verfehlt er auch noch. Also, hallo? Das ist jetzt, nicht schön. Überhaupt nicht schön. Ach du Mist, die Mist. Dann mache ich mal zur Sicherheit noch eine Mage Armor auf mich drauf. Mache den Power Strike auf den Dezimator und mit ihm mal das Blutschwert. Weil so langsam müssen wir doch ein bisschen Schaden mal anrichten. Wir kratzen hier nämlich gerade erstmal seine Defense nur an. So. Na, das ist ja nicht so viel bisher, was wir an Schaden anrichten. Da sind wir durch die Schadenzahlen, die wir vorher hatten, ein wenig verwöhnt gewesen, fürchte ich fast. Soll ich nochmal... Nee, da mache ich einen normalen Attack mit dem Minotaurus jetzt. Mit dem Skelett mache ich einen Defense Strike. Der Vampir macht... Der Arkanebrand war echt doof. Und ja, der fokussiert sich mal. Und unsere Sorcerer versucht es mal vielleicht mit Scorch. Vielleicht klappt das besser. So. Ja, 6 Defense nur abgezogen. 9 Defense abgezogen. Tja. Und. Oh, endlich mal ein bisschen HP-Schaden angerichtet. Naja, gut, das nützt uns alles noch nichts. Dann machen wir nochmal normaler Hieb. Hier ist auch bei, ist auch keine Energie mehr vorhanden, also normaler Hieb. Ein Inhuman Strike versuchen wir hier mal und da kommt mal... Oh, den Poison-Zauber, der braucht keine Energie, dann verbrauchen wir den nochmal gerade. Jawohl. Oh, oh, oh. Ruf, immer drauf. Hauen's weg, ihn. Oh, da war doch mal 46 HP schon abgezogen. Feuer und Gift, das ist doch mal perfektomatico. Da will ich noch meine Energie sparen. Also machen wir nochmal einen Hieb. Mit der Sorcerer machen wir jetzt auch mal einen Fokus. Der Minotaurus... Versucht nochmal den Bull Rush. Und der Vampir. Der Vampir, der Vampir. Was könnte denn der Vampir machen? Nichts Sinnvolles. Na, dann haut er mal. Den Gilex. So. Zack. Und. Hauen doch nicht alle auf mich drauf. So. Wieso? Hä? Jetzt habe ich aus der Sicht des Gilex geredet, ne? Ich bin so konzentriert, dass ich jetzt schon für den Gegner mitrede. Aber ich glaube nicht, dass er so weinerlich sagen würde, haut doch nicht alle auf mich drauf. Ich mag das nicht. So, dann mache ich jetzt mal den Power Strike. Die Sorcerer macht nochmal einen Scorch. Und der Minotaurus nur einen brutalen Schlag mitten in die Fresse rein. Na, komm. Ja. Langsam machen wir auch am HP-Schaden und das nicht zu knapp zum Glück. Ja, das ist... Ja, das ist... Also so schwer der war der Endboss jetzt im Endeffekt gar nicht, ne? Ich hatte mehr Panik, als es notwendig gewesen wäre. 165 Gems und 1450 XP gekriegt.
Den haben wir in einer Folge hier abgefrühstückt. So, unsere Zauberin hat ein neues Level. Fokus wurde um eine Stufe verbessert. Und der Vampir Edward hat ebenfalls ein neues Level und kriegt dadurch den Regenerationsskill, der HP jede Runde heilt. Tja, da haben wir den Dezimator mal in 10 Stücke geschnitten. Wir hören ein stöhnendes Geräusch hinter uns. Shuffling, oder? Shuffle ist doch eigentlich Mischen, irgendwie sowas. Du weißt gar nicht, was du getan hast. Nachdem du mich getötet hast, werden andere keine Gnade zeigen. Oder werden die anderen keine Gnade zeigen. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich nicht genug Sachen klein geschlagen habe. Er fällt tot um mit einem Blick unendlicher Traurigkeit in seinem Gesicht. Ja, und diese Huster, die bleiben jetzt drin, die passten ja ganz gut. Eine Full Plate Armor mit 44 Defense haben wir gekriegt. Aber ich glaube, soweit ich mich recht entsinne, haben wir auch schon geilere Sachen gekriegt, ja. Also von daher, da bringt die Full Plate jetzt auch nicht mehr so, oder beziehungsweise reißt es nicht so. Oh Gott, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, dass die Kamera hier so schnell sich dreht. Hä? Ach so. Als wir uns den Ketten nähern oder dem Einband nähern, die Ketten sollen wohl scheinbar den Einband darstellen, fühlst du, wie du selbst den Chant of Unmaking rezitierst oder sprichst. Es ist ein sehr unkomfortables Gefühl, wenn sich dein Körper von selbst bewegt. Als der Zauber fertig gesprochen ist, fühlst du, wie der Grund unter dir zu erbeben beginnt. Mit einem ohrenbetäubenden Geräusch von Metall aufeinander reibend bricht die Bindung auf. Gerade als die Geräuschkulisse und die immensen Geräusche noch kraftvoller, lauter und violent, also quasi schon brutal werden, fühlst du, wie dein Körper leichter wird und alles zu schwinden beginnt. Wir haben die Bindung des zweiten Blocks gebrochen. Ah. Die erste Bindung ist gebrochen. Du überrascht mich, Zaubererin. Zaubererin. Nachdem du Gilix getötet hast und eine Bindung gebrochen hast, könnte man sagen, dass ein wenig Aufruhr herrscht. Als Resultat daraus haben sie die Sicherheit oder die Sicherheitsmaßnahmen im dritten Block erhöht. Sie haben etwas aufgebaut, was sie den Pfad des Schmerzes nennen, um die zweite Bindung zu beschützen. Ich muss zugeben, ich war mir nicht sicher, ob du überhaupt eine brechen könntest. Dennoch haben sie, oder trotz allem haben sie, noch viel stärkere Helden zusammengerufen, um die Bindung im dritten Block zu beschützen. Du solltest vielleicht einen der anderen Flüchtlinge dies übernehmen lassen. Ah, der Shop-Zombie kommt vorbei und hat ein Schild um den Hals, wo quasi die Info ist, dass neue Ware in seinem Laden nun zu finden sind. Was? You wonder if it's alright for the rope to be tied like a noose? Da
Das verstehe ich nicht gleich. Also wir wundern uns, ob es okay ist, dass das Seil gebunden ist wie eine Nuss. Was ist eine Nuss? Wie ein Galgen oder was?